Moin Leute, Trimax hier. Wir waren ja ein unglaublich großer Fan von den Fahrradcops. Spiegel TV-Doku. Grandios. Nach langer, langer Zeit kam jetzt mal was Ähnliches wieder. Kein Pardon für Parksünder. Der Anzeigenhauptmeister zeigt sie alle an. Soll übertrieben cringe sein. Hat nach kürzester Zeit 1,6 Millionen Aufrufe. Alle haben mir es empfohlen. Du wirst es nicht fassen. Das ist bodenlos. Das ist so unangenehm. Ja, es ist. Ich hab's schon gehört. Sei bitte ehrlich. Ich werde ehrlich sein. Rein. Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby. Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute. Okay, das ist krass. Ich dachte, das ist jetzt so ein Rentner, so 65 Jahre oder so alt. Ist er im sachsen-anhaltischen Gräfenhainichen auf Streife. Da vorne haben wir einen Ersten. Ist das ein offizieller Polizist? Ich treffe ihn. Mit 18 Jahren? Vor Niklas ist kein Parksünder sicher. Es ist Samstag und in der gerade fußgängerlosen Fußgängerzone wird ein Fahrzeug als Hindernis. Der ist privat unterwegs als 18-Jähriger. Ist ausgemacht. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ist da nicht eine Sackgasse direkt hinter ihm? Da kann doch gar kein Auto langfahren. Boah, okay, das Video wird hart. Das wird hart. Das ist gar kein Polizist. Das ist auch kein Rentner, das ist ein 18-Jähriger. Da, ich habe weit und breit kein Auto gesehen. Wen behindert das jetzt hier? Wir wurden gerade behindert. Wir sind ja da rechts hier laufen und wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Warum machen Sie das? Können Sie es mal erklären? Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Weil die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Gerade jetzt zum Wochenende denken sie, es kommt kein Ordnungsamt. Aber dann kommen halt Leute wie ich. Der ist ja übertrieben im Kaff. Da ist doch weit und breit kein Auto, kein Fußgänger, nichts. Oh, das ist heftig. Das ist heftig. Der Verstoß kostet 70 Euro. Mit Hilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfs-Sheriff das Delikt zur Anzeige. So, und dann vergebe ich noch ein Aktenzeichen. Das ist in dem Fall OAV 327-24. Ja, Farbe, Silber. Standort wird automatisch erfasst. Und dann Vergehen. Wähle ich halt aus Fußgängerzone, kann ich eingeben. Dieser Verstoß. Die parkten auf dem Gehweg, auf den gemeinsamen Geh- und Radweg, auf den Gehweg eines getrennten Draht- und Gehwegs. Im Bereich einer Fußgängerzone, der durch Zeichen 239, 240, 241 oder 242.1 gesperrt war und behinderten dadurch andere. Tatzeit wird automatisch erkannt, 12.54 Uhr festgestellt. Boah, ist das unangenehm. Ey, wenn jemand scheiße parkt und dadurch kommt ein Bus nicht durch eine Kurve oder jemand parkt eine Feuerwehrzufahrt zu oder jemand parkt an der Kreuzung scheiße oder nimmt einen Behindertenparkplatz weg oder nimmt einen Frauenparkplatz weg oder parkt irgendwas dumm zu, dass andere wirklich behindert werden, dann fickt diesen Typen, der so scheiße parkt. Aber das Ding, diese Situation... Die Anzeige geht um 13 Uhr raus, also gebe ich 13 Uhr ein. Das Timing stimmt. Die Anzeige ist gerade raus, da kommt der Fahrer. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja, ich fahre direkt. Ja, das parkt in der Fußgängerzone. Ja, ich habe gesagt, die Frau ist in den Urlaub, in der Post und so. Aha. Ich bin gleich weg. Ja. Der hilft der Frau und macht die Post, parkt da 5 Minuten und kriegt eine 70-Euro-Strafe. Ja, da hätte man aber auch auf dem Kirchplatz parken können. Ja. Ja. Der hat Ihnen jetzt schon ein Knöllchen gegeben, wie finden Sie das? Hab ich Pech gehabt. 70 Euro? Krieg ich dann Post oder? Ich denke mal vom Ordnungsamt. Das Ordnungsamt muss dann gucken, was es draus macht. Okay. Also da sind die Ordnungsämter unterschiedlich. Manche versenden Knöllchen, manche nicht. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie viel die zu tun haben. Alles klar. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Doch Niklas kennt keine Gnade. Schließlich hat er das ist sein Nachbar. Ein ambitioniertes Projekt vor sich. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Und damit... Was ist denn das für ein Scheißziel? Kommen Sie ins Guinness-Buch der Rekorde. Kann sein, zumindest Deutsche. Naja, also das ist sicherlich eine Leistung, die ich als Erster verbracht habe. Ja. Heute sorgt er zunächst in seiner Heimatstadt für Ordnung. Digga, ein zu kleines Fahrrad. Im letzten Jahr hat er insgesamt 4.000 Anzeigen geschrieben. Ich will nicht wissen, wie viele davon unnötig waren, ne? Bei so viel Engagement drücken wir bei diesem Verstoß gegen die Vorfahrtsregel mal beide Augen zu. Der nächste Fall. In der Gartenstraße steht ein Auto rechtswidrig vor einer Dönerbude. Digga, wenn der Typ da jetzt nur 5 Minuten drin ist und seinen Döner rausholt, ne? Ist das Ihr Auto? Ja. Der parkt auf dem Gehweg. Ich habe gerade ihm Ware gebracht. Ich mache gleich weg.
Ja, also Ein- und Ausladen halten dürfen sie auch hier. Bitte? Ein- und Ausladen halten dürfen sie auch hier. Hier geht nicht, hier ist verboten. Das ist ein Gehweg, darf man nicht. Hier genau, dürfen sie halten. Das ist so ein Kaff, da ist keiner. Der tut so, als würde er jetzt Berlin Innenstadt machen. Das juckt doch, what the fuck? Gehweg, darf man nicht. Hier genau, dürfen sie halten. Der fuckt alle Leute ab, die der Arbeit nachkommen, hä? Wenn es beim Halten bleibt, wären das 55 Euro. Ja. Darf man sich auf sein Fahrrad hier einfach Polizei draufkleben? Ist das erlaubt? Auch hinten drauf? Jetzt drücken sie aber ein Auge zu, oder? Nee. Grundsätzlich nicht, nee. Also muss er das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Wie finden Sie das? Aber ich habe nicht ganz nachgedacht. Das ist vielleicht gerade 10 Minuten, noch nicht mal 10 Minuten. Ich kann. Digga, jetzt zieht er den Typen 70 Euro ab. Wofür? Noch meine Ware zeigen. Hier ist mein Laden, ich bringe meine Ware, ich lade auf und dann mache ich so und dann bringe ich zu meinem Parkplatz mein Auto. Dann wird die Lage dynamisch. Warum rufst du Polizei an? Was geht jetzt? Weiß ich nicht, wenn sie, wenn sie die Polizei haben wollen, kommen und die holen. Bist du Polizei? Bitte, ich nicht, nee. Zu mich. Ich bin Privatperson. Wie geht das jetzt weiter? Ich rufe die Polizei. Ja, ich rufe die Polizei. Warte. Genau. Für Niklas reine Routine. Denn allein in der 11.000 Einwohnerstadt. Der kann doch so an die falschen Leute geraten, ne? Ich sag, in die Straße fährt 2 Stunden lang kein Auto rein und raus und hier kommt auch kein Fußgänger. Hat er rechnerisch schon rund 8% der Bevölkerung angeschwärzt. Hier in Gräfenhainchen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Erwirtschaftet? Die armen Einwohner. Die werden da auch nicht so viel Geld haben wie der eine Nachbar oder der Rentner oder jetzt hier. Das ist deine Dönerbude. Da kannst du dir einfach mal 70 Euro rausgeben, weil du 3 Meter falsch parkst und es keinen juckt. Und mit 902 Falschparkern oder 903 so. Ja. Und jetzt haben wir übrigens ein Parken, jetzt kostet 70 Euro und ein Punkt. Weil jetzt ist es ganz offensichtlich kein Ein- und Ausladevorgang mehr. Dann kommt die Verstärkung. Was für eine Scheiße. Der fuckt mich schon ab, wer seine Hand hebt. Niklas Mattei macht Meldung. Hallo, Anzeigenhauptmeister Mattei. Also es geht um den Falschparker da drüben. Er nennt sich selber Anzeigenhauptmeister. Krass, dass ich ihn einfach so dermaßen hasse. So schnell. Nach so kurzer Zeit. Drüben, ich habe ihn halt erfasst. Und ja, wollte halt letztendlich, dass die Polizei dazu kommt, habe ich den Wunsch den jetzt erfüllt. Dann gehen wir mal zu den Herrschaften hin. Unter dem wachsamen Blick des Ich habe ein unglaubliches Bedürfnis, den übertrieben wegzubeleidigen, aber der zeigt mich dann an. Ist das krass. Anzeigenhauptmeisters findet der Parkverstoß ein jähes Ende. Niklas hat aber noch ein weiteres Anliegen. Kann ich hier so lange so ein Symbol. Ey, würde er wirklich Falschparker anzeigen, die es verdient haben, würde ich das mega cool finden. Weil es gibt da draußen auch richtig viele Hurensohn-Falschparker, die absichtlich große Scheiße bauen. Richtig große Scheiße, die einen fetten Stau provozieren und alles und richtig den Verkehr behindern. Die soll er sich schnappen. Nimm die alle auseinander. Aber doch nicht so welche Leute. Der könnte so krass sein. Fahr eine große Hauptstadt und hau da die Leute an, die harte Scheiße bauen. Die einfach so dumm eine Ampel zu parken und das nicht merken. Oder eine Hauptverkehrshauptstraße, wo Parkverbot ist und dann parkt da einer. Und dann bildet sich teilweise 2,5 Kilometer Stau auf einer Landstraße wegen einem Vollidioten. Die soll er sich packen. Der darf gerne mal nach Hamburg kommen. Ja, hier parken Leute so asozial. Ich hab's nie gemacht, aber ich hab schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt, auch mal aus Versehen zu dicht bei dem falsch parkenden Auto zu laufen. Und ganz leicht den Seitenspiegel zu retuschieren. Nie gemacht, oft überlegt. Bin auch so ein kleiner Road Rager, da ist es so. Bullfoto vom Streifenwagen machen, so ein Befahrer? Und was? So ein Bullfoto, also so seitlich so auf dem Streifenwagen? Sie selber oder mit der Kamera? Solange ich jetzt auf dem Foto drauf bin? Ja. Ein kurzer Schnappschuss für die private Einsatzdokumentation. Wäre der Knöllchen-Fetischist vielleicht... Ja, wie pisst war der Typ? Der Thomann hasst ihn. Wäre der Knöllchen-Fetischist vielleicht selbst gerne Polizist? Bei Ihnen steht ja auch Polizei vorne dran. Nee, nicht ganz. Also da steht Polizvieh. Also das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Da habe ich quasi ein eigenes Wort kreiert, was halt somit ja, nicht mal verboten ist. Also verboten sind halt nur Hoheitszeichen. Also ich durfte jetzt mal kein Bundeswappen, also so ein Bundesadler oder sowas, oder Sterne auf dem Arm. Solche Hoheitszeichen dürfte ich halt nicht verwenden, aber der Schriftzug an sich ist nicht verboten. Und schon gar nicht, wenn er halt abgeändert ist.
Der Anzeigenhauptmeister ist unterwegs zu seinem nächsten Fall. Eine Anwohnerin hat offenbar alle Fünfe gerade sein lassen. Ich darf nach der Haartransplantation keinen Sport machen und keinen hohen Blutdruck bekommen. Und ich habe gerade richtig Puls von der Doku. Ich merke das. Meine ganze Stirn pocht gerade, weil ich so sauer bin. Er parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier langlaufe, ich werde dadurch behindert. Kann ich ja mal demonstrieren, dass die Behinderung verwirklicht ist. Da mache ich das nämlich immer mal ganz gerne so, stelle ich mein Fahrrad einfach ab. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Das ist die Behinderung dabei. Kostet 70 Euro und einen Punkt. Willst du dir nicht mal Arbeit suchen oder so? Hab ich. So. Ja. Die kennen den schon. Naja, wo wäre denn das Problem, das Fahrzeug auf der Straße zu parken? Wie der da hinten, der kannst du auch. Dir mal Arbeit und dann ist es gut. Hab ich. Hallo, hakt's, Alter. Hm. Digga, das hat er jeden Tag. Apropos Arbeit. Niklas macht gerade eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Trotzdem treibt er mit seinem Wochenendhobby den Blutdruck von so manchem gewaltig nach oben. Mach dich ab, du Vogel. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Ist das krass. Kann man für Vogel schon angezeigt werden? Nee. Mach dich ab, du Vogel. Das ist ja der Wahnsinn. Von so manchem gewaltig nach oben. Mach dich ab, du Vogel. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Also mache. Ja, mache. Der Dialekt dazu auch geil. Ab. Jetzt stehst du auch auf dem Grundstück. Also. Ja, das nicht eingezäunt, darf man ja auch. An den Knöllchen verdient er nichts. Eine Beleidigung ist da schon lukrativer. Manchmal sagt der Beschuldigte so bei der Polizei aus, ja, ich habe es nicht so gemeint. Das ist noch ein eindeutiger Beweis. Erhebe ich denn Privatklage, also zivilrechtlich, auf Schadensersatz beim zuständigen Amtsgericht? Und dann kann ich dann... Der fuckt die ganze Bevölkerung ab, dann wird er beleidigt, dann macht er daraus noch eine Anzeige und kriegt davon Geld. Mit abkassieren. Das heißt? Naja, da gibt es vielleicht mal 50 Euro, mal 100 Euro, also so eine kleine... unteren dreistelligen Beträge. Weiter geht's. Die Nervensäge im Nacken. Die Polizei hat auch keinen Bock auf den? Nee. Keiner hat Bock auf den. Weder die Polizei, noch die Bürger, noch das Amt. Niemand. Niemand hat Bock auf den. Gar keiner. Namen von Recht und Ordnung hat einen Volkswagen im Visier. Der parkt auf der linken Fahrbahnseite. Aber die anderen ja auch. Nee, die parken rechts. Und der parkt links. Also Fahrtrichtung links. Die parken in Fahrtrichtung rechts, der in Fahrtrichtung links. Tatbestandsnummer 112042 kostet 15 Euro. Warum machen Sie das? Stört doch eigentlich niemanden. Das ist halt gegen das Gesetz. Oh Gott. Ey, das bin so ich. Das bin so ich. Viele Verwandten, die auch in so einer ganz kleinen Straße oder Sackgasse wohnen, damit man schon da wieder rauskommt, parke ich auch auf der linken Seite. Es kommt nie ein Auto vorbei. Nie. Auch in, guckt euch mal diese Straße an. Das juckt doch, guckt euch diese Straße an. Das juckt doch wirklich niemanden. Das ist halt gegen das Gesetz. Der parkt sogar richtig, nur falsch rum. In so einer Scheißstraße. Mit den 15 Euro können sie vielleicht im Rathaus 2 neue Glühbirnen kaufen. Also kommt es auch der Stadtkasse zugute. Dann, kurz vor Feierabend, gibt es für Matthai noch einen Sechser im Lotto. 7 Falschparker auf einen Streich. Bei dem kommt noch dazu Parken vor einer Bordsteinabsenkung, das darf man auch nicht. Auch nicht, wenn es die eigene ist? Rechtlich nach StVO nein. Der Grund, warum er die... Der Typ parkt seine eigene Einfahrt zu und kriegt eine Anzeige. ...ganze Straße in Sippenhaft nimmt, ist einfach. Mehr oder weniger. Hier steht Verkehrszeichen 250, Verbot der Durchfahrt für alle Fahrzeuge. Heißt, die dürfen ja nicht reinfahren, demzufolge auch nicht parken. Das ist in dem Fall Parken in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250 gesperrt war. Bilanz der dreistündigen Streife. Das ist immer für Anlieger frei. 12 Anzeigen wegen Falschparkens. Davon kann die Gemeinde jetzt eine Menge Glühbirnen kaufen. Ein neuer Tag im Kampf um die Straßenverkehrsordnung. Für den Knöllchenjäger geht es heute von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen. Das Deutschland-Ticket macht es möglich. Sie sind ein Denunziant. Naja, gewissermaßen kann man das schon so sagen. Denn das ist ja jemand, der alle anscheißt.
Also wenn man das so aus der... Ein was? Das habe ich noch nie gehört. Perspektive betrachtet, kann man das halt schon so sehen. Also wäre jetzt jedenfalls... Er trägt einen Helm im Zug. Sehr gut aufgefallen. Nicht verkehrt. Den finden Sie aber nicht schlimm. Nee. Mhm. Denozent? Das habe ich noch nie gehört. Warum nicht? Denunzieren ist wie petzen. Denunziant. Das habe ich noch nie gehört. Krass. Naja, weil das letztendlich, was ich tue, die kommt halt der Allgemeinheit zugute. Also das schadet zwar dem Einzelnen, der Falschparker, aber die Allgemeinheit, die hat einen Nutzen davon. Buxtehude, 11.30 Uhr, der Helm. Buxtehude, das darf doch nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Der sieht da gleich einen giftgrünen Lambo, der 4 Parkplätze zuparkt. Auf dem Bordstein, vor einer Bushaltestelle, im Halteverbot, in der Einbahnstraße, links falsch rum. Helm sitzt. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz fallen dem Anschwärzer vom Dienst abgelaufene TÜV-Plaketten auf. Das bleibt nicht ungeahndet. Der überprüft TÜV-Plaketten, ist das krass. Haben Sie so schnell gesehen? Ja, kennt man doch schon an der Farbe. Ja, aber gleich im nächsten. Die ist seit November, die ist schon im Bußgeldbereich. Buxtehude scheint ein heißes Pflaster zu sein. Also ich war auch schon in Gemeinden, da habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich den ersten gefunden habe. Und hier habe ich jetzt 3 in den ersten 10 Minuten. Die Stadt, ein einziger Park Sündenfuhl. Genug zu tun für den informellen Mitarbeiter der Ordnungsmacht. Nach nur wenigen Metern fällt ihm ein Verstoß nach § 12 Absatz 4 StVO auf. Macht 55 Euro. Das steht auf dem Gehweg. Auf dem Gehweg darf man mit dem Kraftfahrzeug nicht fahren. Nicht halten, nicht parken, nicht drauffahren. Achso, und wer sind Sie? Ich bin Privatperson, der deutsche Anzeigenhauptmeister. Bitte? Der deutsche Anzeigenhauptmeister. Ja. Das ist doch so peinlich, das schon zu sagen. Das ist so peinlich, sich so zu nennen und das allen Leuten zu sagen. Das ist das Peinlichste, finde ich, an dem Video. Ja, super. Ja. Dann schreibt, also vom Verein, wir sind die großen Denunzianten, oder wie? Nee, den Verein kenne ich auch nicht. Ja, da sind Sie aber offensichtlich drin involviert. Ja. Er ist ein Denunziant. Fertig. Wir haben da unser Büro, wir haben unser Büro da, wir dürfen selbstverständlich hier kurz anhalten und Sachen da reinbringen, das machen wir gerade in den Tisch. Und er hat nichts Besseres vor, als uns zu fotografieren, mein Recht auf Privatsphäre einzuschränken. Dann rufen Sie jetzt die Polizei, dann klären wir das. Gut, dann machen wir das natürlich. Hallo, können Sie bitte... Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, können Sie bitte einen Streifenwagen schicken? Hier gibt es Streitigkeiten mit einem... Was heißt Denunziant? Das heißt Petze. Wie kann man das nicht wissen? Ein Falschparker, den ich halt als Privatperson erfasst habe und der ist nicht damit einverstanden, dass ich ihn erfasst habe. Und der hätte gerne die Polizei dazu. Das ist folgendes Problem. Wir räumen gerade in unserem Büro ein paar Tische aus und ein und jetzt kommt dieser Vogel hier an und fotografiert hier offensichtlich... Das gibt eine Anzeige. ...sämtliche Autos hier an der Straße und hat hier vorne an seinem Fahrrad so eine Bezeichnung. Ja, ich hab einen Call, der hat sogar schon seine Eltern angezeigt. Und Klassenkameraden. Hundertprozentig haben seine Eltern mal falsch geparkt. Oder deren eigene Ausfahrt in der Sackgasse zugeparkt, hat ein Foto gemacht. So safe. Der hat 11-mal seinen Vater angezeigt mit dieser Scheiß-App. Polizify, also ist er. Nicht ganz. Er sieht so ein bisschen danach aus, als ob er so tut, als ob er Polizist wäre. Deutscher Anzeigenhauptmeister. Der Betroffene ist Rechtsanwalt, aber über die Auslegung von Recht und Gesetz herrscht Uneinigkeit. Darf der das? Warum haben Sie das da dran? Das ist scherzhaft. Scherzhaft? Aber das, was Sie hier das machen... Das hat den Namen nicht zu tun. Aber das, was Sie hier machen, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Sie das nicht scherzhaft meinen. Das nicht, aber das meine aber ich scherzhaft. Aber das ist wieder scherzhaft. Dann müssen wir uns jetzt aussuchen, was Sie scherzhaft meinen und was das nicht. Schüttert der damit. In der App gibt es ein Ranking, wo er Erster ist. Gibt es echt ein offizielles Ranking? Ich glaube, dass Sie sich hier ein Amt anmaßen, was Sie nicht haben. Aber das kann ja gleich die Polizei klären. Da kommt sie schon. Doch auch die echten Beamten sind offenbar nicht richtig zu erkennen, meint zumindest der Polizist. Das Kennzeichen ist aber dreckig. Der will die Polizei anzeigen. Das Kennzeichen müssen die auch mal sauber machen. Bitte? Das Kennzeichen wäre schön, wenn sie das mal sauber machen würden. Wenn das irgendwann nicht mehr lesbar ist. Ach, die Polizei soll die Kennzeichen sauber machen. Ja, müssen sie jetzt noch nicht. Jetzt geht das noch, aber wenn es noch dreckiger wird, dann kostet das irgendwann auch mal 5 Euro. 5 Euro. Das ist ein selbstkreiertes Wort. Also wer da meint, dass es tatsächlich echt ist. Das steht auch nicht Polizei. Nee. Ist das keine Amtsanmaßung? Überhaupt nicht.
Ach ja, und falls Sie mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen wäre vielleicht gut, wenn Sie es euch mal sauber machen. Also. Digga, ist der dumm? Der will sich mit der Polizei verbünden und fuckt die auch ab. Der fuckt einfach alle ab. Muss jetzt noch nicht, aber wenn es halt immer weiter dreckig wird, sieht halt so nicht so schön aus. Wenn Sie mal Zeit haben. Zeit zum Putzen haben die Beamten ja, jetzt wo Matthai ihre Arbeit macht. Ja, weiter jetzt. Hase und Igel in Buxtehude und auch Meister Petze ist immer schon da. Kann er sie Meister Petze nennen? Also die dürfen ja nicht stehen. Und der noch dazu auf dem Gehweg. Macht wie viel? Mit Behinderung 70 Euro und ein Punkt. Und der hat nach. Ein fucking Punkt? Überleg dir das mal. Ein Punkt! Wir laufen eine TÜV-Plakette. Seiner Passion geht er schon seit 3 Jahren nach. Da kommt. Seitdem er 15 ist, macht er das. Das zusammen. Ich sagte, er hat selber nicht mal einen Führerschein. Letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland. Und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.995 Euro erwirtschaftet. Ja, und das hat eine Menge Geld. Mit 4.247 Anzeigen. Ich sag 90% davon unnötig. Nur im letzten Mindestens. Jahr? Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Aber für letztes Jahr, also für 2022 habe ich noch keine Statistik erstellt. Mit der Statistik, das mache ich erst seit 2023. Die jahrelange Erfahrung schärft den Blick fürs Detail. Eine mit 7 Metern ausgewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig zu. Oh Gott! Da kotz ich schon, wenn das jemand macht. Geparkt vor. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. Das sind 6. Ja. Also die 7 Meter gehen in dem Fall bis in etwa hierher. Ja, und die 7 Meter beginnen halt, wo das Schild steht. Halt deine Fresse, wegen 15 Zentimetern. Das habe ich jetzt vermessen. Und da steht halt drinne. Genau. Aber muss der Autofahrer dann den Zollstock dabei haben? Muss er nicht, da muss er halt nur gut schätzen können. Hier in dem Fall hat er sich verschätzt. Ja, genau. Und was kostet das Verschätzen? Das kostet dem jetzt 25 Euro. Also da steht ca. 1 Meter im absoluten Haltverbot. Genau. Ich bin sprachlos. Digga, da ist noch nicht mal eine Markierung oder irgendwas. Wie soll man denn auswendig wissen, was 7 Meter sind? Der parkt schon 6,5 Meter davor. Digga, das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Der Typ ist so... Das ist ca. 1 Meter. Ist das nicht ein bisschen kleinlich jetzt? Ja, aber Gesetz ist halt Gesetz. Wenn da steht 7 Meter, dann steht da 7 Meter und nicht 6 Meter. Ist auch egal, ob da jetzt hier so eine Pflastersteine sind, das spielt keine Rolle. Das Schild geht. Und das Schild sagt, das absolute Haltverbot geht nicht bis dahin, sondern bis dahin. Und somit steht da 1 Meter im absoluten Haltverbot. Jetzt noch schnell eine abgelaufene Parkscheibe aufschreiben. Ja, da ist 12 Uhr angekommen. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Ist aber nicht weiter passiert. Doch, ein Kratzer. Oh! Geil! 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 Das ist toll! Oh mein Gott! Den Unfallort darf man nicht verlassen. Das wäre Fahrerflucht. Also ruft er die Polizei. Dieses Mal in eigener Sache. Hallo. Selbstanzeige. Ich hatte angerufen. Verrückte Welt in Buxtehude. Matthai wird wegen einer Ordnungswidrigkeit belehrt. Und zwar von einer echten Polizistin. Weil Sie den Fehler gemacht haben, haben Sie die Ordnungswidrigkeit begangen. Das, was ich Ihnen vorhin erklärt habe, die Belehrung. Das ist ja umgefallen. Also. Genau, weil Sie müssen dafür sorgen, dass das Fahrrad nicht umfallen kann, wenn Sie es abstellen. Weil Sie sind verantwortlich dafür. Der Verstoß, der kostet 35 Euro. Sie können das hier vor Ort zugeben. Ich könnte Sie, wenn Sie eine EC-Karte dabei haben, hier vor Ort bezahlen lassen. Ansonsten. Das ist so toll. Ich war die ganze Zeit so sauer und jetzt bin ich so glücklich. Jetzt wird er belehrt. Unabhängig davon, ob das Auto kaputt gegangen ist oder nicht, muss er 35 Euro zahlen. Oh, das ist ein Plot-Twist. Das ist die beste Spiegel-TV-Doku aller Zeiten. Dann würde ich das an den Landkreis schicken und sie bekommen. Oh, an den Landkreis. Oh, da hat er gar keinen Bock drauf. Der wird so mit seinen eigenen Mitteln geschlagen. Passt. Machen wir so einen Landkreis.
weil der Landkreis die zuständige Verfolgungsbehörde ist. Ja, dann machen Sie es an den Landkreis. Dann. An den Landkreis. Ja. Sicherheitshalber nochmal die Parkzeit beim Unfallopfer überprüfen. Vielleicht hätte der ja gar nicht hier stehen dürfen. Ja. Zweier. Bilanz des Tages. 27 angezeigte Ordnungswidrigkeiten. Kleiner Servicetipp zum Ende. Niklas Matthais nächstes Ziel ist Passau. Leute, passt auf in Passau. Heilige Scheiße. Der hat's hart. Was muss passieren, dass du so wirst? Krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt so eine Doku hat, was 1,6 Millionen Aufrufe hat nach kürzester Zeit. Das ist auch gefährlich. Der muss ja einmal an die falschen Leute geraten. Seine zukünftigen Arbeitgeber werden das auch finden. Ja, das ist nicht gut. Das ist auch schwerer, wenn du so ein Typ bist, einen Job zu bekommen. Krass. Holy shit. Richtig krass.